Auf kurz hat Harald Weil. Ja, Herr Ulrich, jetzt hatten wir vor ein paar Wochen so schön vernünftig zusammengeredet bei dem ehemaligen italienischen Botschafter. Und ich dachte, Mensch, der Herr Ulrich, der ist ein Mann der Tatsachen und nicht der Verdrehungen davon. Jetzt haben Sie mich eines Besseren belehrt. Die Aussage mit der EU als Friedensprojekt, können Sie sich damit anfreunden mit der Erkenntnis, dass es sich hier um einen Anachronismus handeln könnte, weil über Krieg und Frieden in Europa wurde nach 1945 bestimmt nicht in Bonn entschieden und auch nach 1990 bestimmt nicht in Berlin und eigentlich noch nicht mal in Paris oder Berlin, beziehungsweise nehmen wir London dazu. Ja? Es wurde in Brüssel schon gar nicht. Es wurde in Moskau und Washington über Krieg und Frieden nicht nur in Europa, sondern weltweit verhandelt oder eben nicht verhandelt. Ja? Das Friedensprojekt in Europa hat sein wahres Gesicht gezeigt, als die Interessen auf dem Balkan 1990 in der Konstellation zusammenprallten, wie es eigentlich eher nach 1914 oder ab 1914 der Fall war, was auch der italienische Berufspolitiker, dessen Namen ich vergessen habe, damals anmerkte. Und wenn Sie meine 9,5 Thesen zur EU, die seit 2007 im Lutherjahr letztes Jahr noch mal vermacht der Öffentlichkeit, sich zu Gemüte führen. Wer tut der EU, dem europäischen Projekt, einen größeren Gefallen? Diejenigen, die mit falschen Versprechungen viel Geld, den Charakter, die Ehrlichkeit etc. verderben, die die jungen Leute anfüttern, damit sie ins Ausland gehen. Erasmus mit seinen 300 Euro für ein Jahr ist ein Zusatzanreiz und für viele vielleicht ein Hauptanreiz. Und das ist einfach ein Anachronismus und ein falsches Denken. Sind nicht viel mehr die Freunde Europas, die Leute, die Europa und Deutschland ehrlich machen wollen gegeneinander, die für vernünftige Investitionen, vernünftige Import-Export-Verhältnisse, vernünftigen Kultur- so, und Wissenschaftsaustausch stehen. Und dies bitte ich doch bitte zu bedenken, dass das die größeren Europafreunde sein können, als die mit falschen Versprechungen locken. So, jetzt Herr Ulrich.